Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer auf Klagemauer TV aus dem Studio Rot. Heute beschäftigen wir uns mit sogenannten Revolutionsprofis. Eine Handvoll Strategen der serbischen Aktivistengruppe Canvas, auch Umsturz GmbH genannt, arbeitet im Hintergrund und bringt Revolutions-Know-how dahin, wo es gebraucht wird. Chefinstruktor Popovic weist stolz auf die Erfolgsquote seiner Firma hin und betont, dass sie in 46 Ländern tätig ist bzw. war. Beispielhaft nennt er die Orangene Revolution 2004 in der Ukraine, Venezuela und den arabischen Frühling. Alle angeblich spontanen Bürgerbewegungen würden demnach langfristig geplant. Sie entstehen meistens dort, wo der Westen die Opposition unterstützt. Um auf einen Regierungssturz hinzuarbeiten, instrumentalisieren sie unzufriedene Menschen. Sie untergraben die Säulen der Staatsmacht durch mediale Verleumdung und machen sie lächerlich. Gut vernetzte junge Menschen, häufig Studenten, werden hinter einer politischen Idee versammelt und sind zunächst bereit, gewaltlosen Widerstand zu leisten. Spätere gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Regierungsmacht ergeben sich aus der Massenpsychologie, angeheizt durch gezielte Provokationen auf beiden Seiten. Oftmals durch bezahlte Profis. Liebe Zuschauer, Klagemauer TV berichtet aus dem Blickwinkel der Gegenstimme zu den Mainstream-Medien. Geben auch Sie Ihren Mitmenschen die Chance, sich Ihr eigenes Bild zu machen, indem Sie unsere Nachrichten weiterverbreiten. Guten Abend. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Medienkommentar zur Regenschirmrevolution in China. In diesen Tagen demonstrieren Zehntausende Menschen in Hongkong. Wollte man den westlichen Mainstream-Medien Glauben schenken, handelt es sich bei der Oppositionsbewegung Occupy Central in Hongkong um eine Initiative von Studenten, die einfach nur mehr Demokratie einfordern. Die Erfahrung aus anderen sogenannten Demokratiebewegungen lehrt allerdings, dass sich ein zweiter Blick lohnt, um die wahren Triebfedern und Zusammenhänge auch dieser aktuellen Bewegung zu beleuchten. Bereits im Jahr 2011 sagte nämlich der ehemalige US-Präsidentschaftskandidat und Senator John McCain auf dem Halifax International Security Forum vor 18 Verteidigungsministern sowie Sicherheitspolitikern und ranghöchstem Militär wörtlich: Der arabische Frühling ist ein Virus, der auch Moskau und Peking angreifen wird. Am 8.10.2014 gab US-Außenminister John Kerry in Washington frei heraus zu, dass die USA die Oppositionsbewegung in Hongkong finanziell unterstützt. Unsere Sendungen »Wie funktionieren moderne Kriege« vom 13.06.2014 und »Wie sich die Regierung des Terrors bedient« vom 14.09.2014 zeigen auf, dass sämtliche Umsturz- und Destabilisierungsbewegungen des sogenannten arabischen Frühlings strategische Meilensteine für das amerikanische Weltmachtsmonopol sind. Die betroffenen Länder gingen allesamt als die großen Verlierer aus diesen vermeintlichen Demokratisierungsbewegungen hervor. Dass nun diese abermalige Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes sicherlich nicht der löblich selbstlosen Unterstützung freiheitsfördernder Ziele dient, verraten die wirtschaftlichen Zusammenhänge. China hatte sich nämlich jüngst von der Vormachtstellung des US-Dollars dadurch freizumachen versucht, indem es am 30.09.2014 an der Devisenbörse in Shanghai den direkten Handel mit dem Euro begonnen hat. Das bedeutete eine Schwächung des US-Dollars als globale Leitwährung. Bereits im Dezember 2013 ist der Yuan Renminbi zur zweitwichtigsten Handelswährung der Welt aufgestiegen. Zbigniew Kazimir Brzezinski, ehemaliger US-Sicherheitsberater unter Präsident Carter, Berater von Obama, Mitglied im Council on Foreign Relations und der Bilderberger, schrieb bereits 1997 in seinem Buch »Das große Schachbrett«: Unser erstes Ziel ist es, das Wiederauftauchen eines neuen Rivalen zu verhindern. Wen wundert es dann, dass zurzeit US-finanzierte Demonstranten den Rücktritt des amtierenden Regierungschefs von Hongkong zu erzwingen versuchen, den Zutritt zu Regierungsgebäuden blockieren
Und anderes mehr? Aktuell kommen sogar bewaffnete Schläger zum Einsatz, so dass sich die ohnehin sehr angespannte Lage weiter anheizt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, üben Sie sich und Ihre Freunde im zweiten Blick. Klagemauer TV hält Sie über die Entwicklungen in Hongkong auf dem Laufenden. Guten Abend. Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, die Terrororganisation Islamischer Staat, IS, lässt die Weltgemeinschaft erschauern. Und man fragt sich, wie es zu so einem Maß an Grausamkeit und Radikalisierung kommen konnte. Allerorts werden nun wieder Rufe nach einem stärkeren Auftreten der USA als Weltpolizei laut. Wie bereits in der Klagemauer-TV-Sendung vom 11. September 2014 dargelegt, ist der Islamische Staat jedoch nach Aussage des früheren CIA-Mannes Stephen Kelly ein von den USA völlig künstlich geschaffener und finanzierter Feind. Die zwei folgenden Beispiele zeigen, dass diese Behauptung durchaus nachvollziehbar ist. Sie beweisen, dass sich die US-Regierungen sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart des Terrors bedienten, um ihre eigenen Ziele durchzusetzen. Beispiel 1. Die Mudschahidin in Afghanistan. Als Mudschahidin bezeichneten sich die verschiedenen Gruppierungen, die in Afghanistan zwischen 1979 und 1989 gegen die sowjetischen Besatzertruppen kämpften. Sie erhielten finanzielle und materielle Unterstützung, vor allem von den Vereinigten Staaten und von Saudi-Arabien. Die Waffenlieferungen und die Ausbildung weiterer Kämpfer wurden vom amerikanischen Geheimdienst CIA organisiert. Die CIA investierte mehrere Milliarden US-Dollar in die Förderung der islamistischen Aufständischen und mehrere Millionen Dollar in die Erstellung und Verbreitung militanter islamistischer Lehrbücher. Ja, Sie haben richtig gehört. Wir sprechen von angeblich islamistischen Lehrbüchern, die aber auf Betreiben der CIA erstellt worden sind. Diese Bücher sind gefüllt mit gewalttätigen Bildern, militanten Lehren und aus dem Zusammenhang gerissenen Koranversen. Damit wurden also auf Veranlassung der US-Regierung den afghanischen Schulkindern die Lehre vom Dschihad, dem Heiligen Krieg, nahegebracht. Beispiel 2, dem iranischen Volksmudschahidin. Das ist eine militante Oppositionsbewegung im Iran. Die ehemalige US-Regierung unter Präsident Bush wollte diese Oppositionsbewegung dazu nutzen, einen Regimewechsel im Iran herbeizuführen. Es klingt absurd, dass die Bush-Regierung ein Abkommen mit einer Organisation schloss, die sie in der Öffentlichkeit selbst als terroristisch eingestuft und öffentlich verurteilt hatte. Wie weit die Zusammenarbeit jedoch inzwischen gediehen ist, erzählte Ray McGovern, ein Ex-CIA-Mitarbeiter, vor kurzem dem ARD-Magazin Monitor. Auf die Frage, warum die CIA nun mit dem Volksmudschahidin zusammenarbeite, antwortete er: Ich denke, weil sie vor Ort sind und weil sie bereit sind, sich für uns einspannen zu lassen. Früher galten sie für uns als Terrororganisation und genau das sind sie auch. Aber jetzt sind sie unsere Terroristen. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, das sind klare Worte und bestätigen die Aussagen von unserem Film Moderne Kriegsführung. Wesentlich mehr bewiesene Fälle wie diese ließen sich anführen. Doch fassen wir zusammen, was wir anhand dieser zwei Beispiele für ein Vorgehen erkennen. Die US-Regierung nutzt oppositionelle Gruppierungen in vielen Ländern der Welt, finanziert sie, bildet sie aus, liefert ihnen Waffen und radikalisiert sie. Sie stuft sie als Terrorvereinigungen ein oder macht sie zu Partnern, ganz so, wie es gerade den eigenen Zwecken dient. Sehr gut erklärt und zusammengefasst wurde dieser Aspekt bereits in unserer Sendung vom 10. September. Ist George W. Bush ein Prophet? Siehe KlarTV 4083. Ebenso legen wir Ihnen die Sendung Wie funktionieren moderne Kriege nochmals ans Herz, zu erreichen unter klar.tv/3359. Verbreiten Sie unsere Sendung weiter und bringen Sie so Licht in diese dunklen Machenschaften. Denn Blut ist jetzt genug geflossen. Die Völker fordern ihr Recht auf Frieden ein. Guten Abend. Wie funktionieren moderne Kriege? Erstens destabilisieren.
Der Angreifer schürt Unruheherde im Land seines Zielobjekts. Er destabilisiert das Land seines Zielobjektes bis hin zu Bürgerkriegen. Zweitens, wie tut er das? Er nimmt zuerst einmal Kontakt auf zu allen unzufriedenen und gewaltbereiten Gruppierungen, Rebellen oder Lohnterroristen im Land seines Zielobjektes auf. Ihm spielt es dabei keine Rolle, ob diese gewaltbereiten Rebellen sich aus Fußballfans, religiösen Fanatikern, links, rechts oder sonst wie Extremen zusammensetzen. Nur gewaltbereit, kaltblütig und loyal müssen sie sein. Der Angreifer stellt jeder dieser Gruppen eine bessere Zukunft mit Mitspracherecht und vielen Vorteilen vor Augen. So kämpft jeder Motivierte für die Durchsetzung seiner eigenen individuellen Ziele. Jede sich auf diesem Weg heranbildende terroristische Einheit akzeptiert vorübergehend auch völlig anders geartete Gruppierungen. Jede Gruppe sieht in der gemeinsamen Stoßkraft vorerst einmal nur Vorteile. Das Motto? Synergie über alles, gemeinsam schlagen, getrennt marschieren. Der Angreifer bildet also bunt durchmischte Terrorgruppen heran. Mag sich eine extreme Rebellengruppe gar nicht mit Andersgesinnten vermengen, so spielt das dem Angreifer auch keine Rolle. Er setzt sie separat für besonders auserwählte Ziele ein, so zum Beispiel für Selbstmordattentate oder ähnliche. Drittens, Ausrüstung und Finanzierung. Über Söldner seines eigenen oder auch eines fremden Landes bildet er die zuvor gesammelten Rebellengruppen zu Terrorgruppen aus. Dies tut er, wenn möglich, außerhalb des Landes seines Zielobjekts. Er errichtet dazu geheime Ausbildungslager, möglichst nahe seinem Zielort. Wenn dies nicht geht, fliegt er sie auch von überall sonst her ein. Er liefert den Rebellen Waffen und Munition in beliebiger Menge. Er gibt ihnen Lohn für den Kampf. Viertens, der Angriff. Der ausländische Angreifer setzt nun seinen Schlachtplan gezielt in die Praxis um. Je nach Strategie greift er auch ganz gezielte zivile Personen und Einrichtungen an. Sein Ziel ist eine möglichst große Aufmerksamkeit der Völker und der Schrei nach Hilfe von außen. Im Mittelpunkt der Pressemitteilungen steht jetzt natürlich nicht der alles organisierende Angreifer, sondern entweder die schlechte Regierung des zu stürzenden Landes oder je nach Bedarf die Rebellen, sprich die terroristischen Einheiten. Fünftens. Die Ziele des wahren Angreifers sind immer dieselben. Möglichst große Schwächung des Zielobjektes von innen her, gezielte Schuldzuweisungen an Zielobjekt, möglichst große Verwirrung und Ohnmacht der Völker, möglichst großes Verständnis für einen militärischen Hilfseinsatz von außen her, Umsturz und Beseitigung der Zielregierung, Einsetzung einer neuen Regierung aus den Kreisen der gutartig erklärten Rebellen, Rückzug der Truppen, um das Land sich selber zu überlassen, auf das es ins totale Chaos stürzt. Erneutes radikales Eingreifen zur Beseitigung aller zuvor verwendeten Helden, nun aber nur noch Terroristen genannt. Übernahme des Landes bzw. deren Ressourcen, Reparationszahlungen nach Belieben. Sechstens, sich als Retter feiern lassen. Siebtens, dieselbe Übung im Großen. Was der Angreifer mit zusammengewürfelten Rebellentruppen in einzelnen Ländern getan hat, das tut er nun im großen Stil. Ganze Länder sind jetzt seine auserwählten Rebellentruppen. Mit diesen umzingelt er seine größten Rivalen, die er alleine niemals schlagen könnte. Zuvor schürt er Provokationen, die er gezielt seinen größten Rivalen in die Schuhe schiebt. Er bringt seine erwählten Rebellenländer dazu, mit ihren eigenen Waffen und Armeen gegen seine größten Rivalen auszuziehen. Erst wenn alle Länder ihre letzte Munition verschossen, ihre besten Leute verloren haben und ruiniert sind, greift der eigentliche Menschenfeind, der wahre Angreifer und Kriegstreiber ein, um nun alle miteinander zu besiegen. Wer sind die großen Verlierer? Alle, die sich von diesem hinterhältigen Angreifer und Kriegstreiber betören und gebrauchen ließen.